Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. In diesem Video wird es für euch mal wieder ein Reload geben und obendrauf wird es um ein Wohnhaus gehen. Wohnhäuser finden die meisten von euch nicht so toll, ich hingegen schon, denn Wohnhäuser sind immer wieder interessant, hier spielt sich das Leben ab. Viele Familien wohnen jahrzehntelang in einem Wohnhaus und sind mit den Nachbarn per Du und manchmal kann man eben aus dieser Zeit noch etwas finden. Was wir hier gefunden haben und welche Informationen ich hier zu dem Gebäude habe, das bekommt ihr alles von mir gleich um die Ohren. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns gleich. Wer nicht aus Leipzig kommt, dem wird die Wiegandstraße nichts sagen und wer erst seit kurzem hier wohnt und nicht unbedingt dort in der Gegend, dann wird einem vielleicht, wenn dann überhaupt, Kleinschorre etwas sagen. Und Kleinschorre ist ein Stadtteil hier im westlichen Leipzig zwischen Plagwitz und Großschorre. Die Wiegandstraße zählt wahrscheinlich zu den Straßen hier in der Stadt, die den eindrucksvollsten Wandel hingelegt haben. Standen jedoch vor 4-5 Jahren noch etliche Häuser direkt nebeneinander leer. Zu erwähnen sind hier die Wiegandstraße 28, 30, 30 Hinterhof, in der wir uns hier gerade befinden, die 32, die 34 und auch die 38. Selbst um die Ecke rum Gießerstraße standen etliche Häuser leer und das direkt 4 Stück in Wurfweite, wenn man so will. In diesem Gebäude hier gab es einiges zu entdecken, wobei der eigentliche Verfall mehr oder weniger schon das Fotomotiv hier war. Im Keller befand sich noch ein Trabant geparkt, auch wenn völlig ausgeschlachtet, aber doch immerhin ein interessantes Motiv, was man so auch nicht mehr jeden Tag findet. Das Gebäude selbst war im katastrophalen Zustand und es wird vermutlich unter Denkmalschutz stehen, auch wenn die Wiegandstraße 30b oder 30 Hinterhaus so nicht im Denkmalschutzregister mit drinne steht. Hingegen das Vorderhaus ist hier gelistet, also die Wiegandstraße 30, und zu diesem Haus werde ich euch auch im Nachhinein noch einige Bilder einblenden, allerdings konnten wir da drinnen nicht filmen. Das Gebäude war während unseres Besuches am 1. März 2015, also schon über 5 Jahre ist das Ganze her, in einem katastrophalen Zustand. Das Gebäude hielt mehr oder weniger nur noch durch die Außenwände zusammen. Im Inneren war so gut wie jeder Raum durch Deckendurchbrüche gezeichnet und selbst das Treppenhaus, welches aus Holz war, war in einem katastrophalen Zustand und nur noch mehr oder weniger einzeln betretbar. Mehr zu entdecken gab es hier in diesem Gebäude leider nicht. Was ich euch noch sagen kann, ist, dass sämtliche Wohnhäuser, die ich euch genannt habe, so etwa um 1895 entstanden sind und so wird auch dieses hier entstanden sein und ich kann euch auch sagen, dass das Gebäude, auch wenn man es kaum glauben mag, heute wieder vollkommen saniert ist und auch wieder bewohnt wird. Schön, wenn man sieht, wie viele Häuser denn hier in Leipzig so abgerissen wurden. Siehe das Märchenhaus in der Friedrich-Ebert-Straße. Und da gibt es noch viele andere Beispiele, wenn nicht nur in Leipzig, dann auch deutschlandweit, die leider hier die Sanierung nicht mehr erlebt haben. Im Nachhinein gibt es, wie vorhin schon erwähnt, einige Bilder und auch Bilder zur Wiegandstraße 30, also dem Vorderhaus. In der nächsten Folge gibt es für euch dann wieder etwas Brandaktuelles, was Brandneues mit sehr viel Information. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich, und bis nächste Woche. Macht's gut, bis bald und ciao.